für unsere Konzerte, die wir unserem Publikum anbieten, vor allem in diesem schönen Platz vor dem Theater, wir überlegen uns immer, solche Stücke anzubieten, die wirklich sehr erstmal populär und sehr abnehmbar sind. Die zwei Werke, das eine von Berlioz, Harold in Italien und das andere von Tschaikowski, die 5. Sinfonie. Wenn du mich fragen würdest, welche Sinfonien du als Anfänger von der klassischen Musik dir anhören würdest, ich würde die 5. Tschaikowski in den ersten 3 oder 5 sagen wir so, erwähnen. Ich sehe Harold in Italien eher als die Reise eines Menschen in einem Land, also programmatisch, und ich sehe die 5. Tschaikowski eher als die Reise einer Seele, eines Geistes durch die Menschheit. Harold in Italien, wobei unseren Solo-Bratschisten haben, Herrn Joachim Gelber. Ich bin Joachim, ich spiele Bratsche und in diesem Stück, Harold in Italien, spiele ich mit meiner Bratsche den Harold. Ich finde, wie das Stück geschrieben ist, kommt die Bratsche mit ihren Eigenheiten total zur Geltung. Weil ich habe oft so ganz ausladende Melodien, wo ich so richtig den Klang der Bratsche zeigen kann, der dieses Instrument ja so ausmacht, der ja so was ganz Eigenes hat neben der Geige und dem Cello. Da muss ich auch wirklich ganz anders spielen, als wenn ich in der Gruppe spiele. Sehr viel lauter einfach, damit man mich auch hört. Ne? Das ist ein ganz anderer Klang, den ich dann suche. Ja, vielleicht ist Harold jemand, der gar nicht so viele Selfies macht auf so einer Reise, sondern auch manchmal einfach nur so dasteht und staunt, was er da sieht. So, ja. Dazu haben wir auch ein Stück zur Uraufführung, das ist das Pandemonium. Pandemonium von Nestor Taylor ist sehr virtuos, dauert weniger als 10 Minuten. Sobald man anfängt, etwas wirklich zu verstehen, ist das schon vorbei. In diesem Fall aber ist so schreibt auch die Geschichte, ist mein letztes Konzert als musikalischer Leiter eine Reihe von Sinfoniekonzerten hier in Erfurt. Das letzte Konzert, der spielt seit 2022. Und mit diesem tollen Programm, das wir präsentieren werden, fühle ich mich sehr, sehr wohl und sehr, sehr stolz auch auf die Leistung unseres Orchesters und auf die tolle Zusammenarbeit, die ich mit diesem Orchester in den letzten Jahren geleistet habe.